Hallo und herzlich willkommen, es geht weiter bei Rome. Heute geht es um Athen, die Schlacht. Wir werden gleich Athen angreifen und werden versuchen, Athen einzunehmen. Wir haben jetzt zwei Rammböcke und einen Tunnelbaupunkt. Das wird reichen. Wir werden jetzt diese Siedlung angreifen. So, Angriff. Das ist die Folge mit der großen Schlacht um Athen. Wir sehen hier ein Verhältnis von 10 zu 1. Wir werden diese Schlacht allerdings auf der Schlachtkarte austragen. Natürlich ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Gegner gewinnen werden und die Schlacht ist ziemlich eindeutig, aber trotzdem wird das, glaube ich, spannend, wo mal die Tore von Athen bzw. Mauern richtig stark sind, wie man gesehen hat. Das sind richtige Steinmauern, diese da, oder besser, glaube ich, sogar verbesserte Steinmauern, die sie da stehen haben. Ich hoffe, da kommen wir mit unseren Rammböcken und unserem Tunnelbaupunkt ziemlich schnell durch. So, Männer, das ist die Schlacht um Athen. diese Schlacht ist unausweichlich. Aber der Sieg ist nicht entschieden. Kämpft wie wahre Söhne des Achilles und der Sieg gehört uns. Möge euer Schlachtruf lauten: Sieg, Sieg und Ehre. So, Sieg und Ehre, genau das werden wir jetzt hier versuchen zu erringen. Wir haben die Bauern, die jeweils zwei Rammböcke haben. Dann werden wir versuchen, die an das, zumindest eine mit dem Rammbock ans Tor zu kriegen. Und ihr werdet erstmal den Rammbock ablegen und werdet euch dem Tunnelbaupunkt widmen. Wie gesagt, wie schon in der letzten Folge erwähnt, Athen gehörte ehemalig, also gehörte zu dieser Zeit eigentlich schon den Makedoniern. Aber wir, es ist ja, zum Glück ist es nicht bei uns so eingetreten, dass die Makedonier das eingenommen haben. Sie haben es auch angegriffen, aber es nicht geschafft. So, jetzt werden wir erstmal versuchen, dieses Tor einzurammen und danach werden wir versuchen mit dem Tunnelbaupunkt. Ich gehe mal, nimm mal das Mikro ein kleines Stück wieder weg. Ich höre, dass ich gleich reinfuste, mit dem Rammbock das Tor einzureißen. Hier sehen wir schon, hier steht, Rammbock steht natürlich direkt unter Beschuss. Und dann werden wir versuchen, mit dem Tunnelbaupunkt gleichzeitig die Mauern einzureißen. Der Rammbock brennt, das ist keine gute Idee. Rückzug. Ich habe mir gedacht, ich habe fast gedacht, dass das nichts wird. So, kommt. Euch will ich jetzt hier die Mauer einreißen sehen. Komisch, dass so ein Marschiergeräusch hier ist. Das ist auch nicht so ganz realistisch, weil Bauern, die sind jetzt nicht so schwer bewaffnet, dass da irgendwie ein Marschiergeräusch von sich geben, glaube ich zumindest. Bald werden die Steine feindliche Gräber kennzeichnen. Jetzt sehen wir, die ersten gehen in den Tunnel hinein. Das haben wir ja schon mal in der Schlacht gemacht, soweit ich weiß. Und da gehen unsere Bauern in den Tunnel hinein und wollen damit die Mauern untergraben. Und hier sieht man auch gleich den Fortschritt, den sie bereits haben. Und wir haben ja Zeit. Wir haben ja kein Schlachtenzeitlimit damals eingestellt gehabt. Deswegen werde ich jetzt einfach keine Bauern mehr opfern, indem ich versuche, noch einen Rammbock daran zu kriegen. Bisher ist ja auch bisher einer von uns nur gefallen. Sondern werde einfach die Mauer einreißen. So, wir sehen hier, sie gehen langsam auf die Mauer zu. Und genau hier werden sie jetzt, genau da wird die Mauer nachher in sich zusammenfallen. Und dort können wir dann durch die Bresche marschieren. Und mit unseren Soldaten sozusagen die Stadt besetzen. Nicht nur sozusagen, sondern wirklich die Stadt besetzen. Wir sehen hier den großen Tempel der Athene. Natürlich, der große Tempel der Athene steht in Athen. Athene ist unter anderem der Stadtgott Athens. Wir sehen hier allerdings die Akropolis gar nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass diese Akropolis, zum Beispiel in Rom steht ja Kolosseum und so, aber die Akropolis steht hier leider nicht in Athen. Finde ich ein bisschen schade. Das fehlt ein bisschen. Bei Rom haben wir ja zum Beispiel das Kolosseum eingebaut, der Cicus Maximus ist da und so, aber hier ist leider keine Akropolis. Naja, das Spiel ist ja auch auf Rom ausgelegt und nicht auf Griechen, aber wir wollen eben die Griechen spielen, weil ich eben die griechische Kampftechnik einfach so geil finde. So, außerdem, bei den Römern, ich will ja nicht, wenn du die Römer spielst in Rom, ist es ja so, dass der Senat, immer was zu sagen hat. Das ist ja auch wirklich so gewesen, der Senat, die waren drei Familien, die haben ja auch großen Teil des Senats. Es gab ja, der Senat ist ja nicht wirklich die Regierung, das war der Ältestenrat. Dann gab es ja noch die Nobilis, die ja großenteils im Senat saßen. Und dann gab es noch die Regierung,
also über Volkstribune, die ja so ein bisschen mehr außerirdisch noch in Einstellung hatten, aber vor allem die Regierung war wieder von den Reichen gestellt, mit den Zensoren, die also diesen ganzen Beamten, die sozusagen das Reich regiert haben und jeweils einzelne Aufgaben zugestellt hatten, also zugeteilt hatten, nicht zugestellt, zugeteilt hatten, und ja, aber der Senat, der ja eigentlich offiziell hatte ja der Senat überhaupt keine Macht. Das ist ja so, dass der Senat einfach nur unheimlich wichtig war, weil das einfach, also rein rechtlich gesehen kann man sagen, der Senat war irgendwie nur so eine Versammlung, eigentlich völlig unwichtig, aber es war ihm verdammt wichtig, was sie beschlossen, um darauf zu hören, um niemanden gegen sich zu stimmen oder um alle auf seiner Seite zu haben. Das war verdammt wichtig. So, wir sehen, sie haben gleich die Mauern erreicht, dann werden gleich die Mauern in sich zusammenfallen und wir werden versuchen, ob wir die Griechen, mit den Griechen Athen erleben können. Sozusagen die Hauptstadt, die spätere Hauptstadt Griechenlands. Damals war es eben Sparta. Eigentlich gab es ja auch immer den großen Krieg zwischen Sparta und Athen. Deswegen glaube ich, dass hier mit Griechen eher die spartanischen Griechen gemeint sind. Weil sonst würde Athen nämlich dazugehören, denke ich mal. Natürlich wurde es von den Makedoniern damals schon eingenommen, aber es ist ja hier noch frei gewesen. Und ich denke, wir spielen sozusagen die spartanischen Griechen. Weil wenn wir die Athener, also die Griechen aus Athen und deren Athens Verbündeten spielen würden, dann würde würden wir Athen gehören und Sparta würde gegen uns sein. Weil Athen und Sparta haben sich ja auch bekriegt. Die haben ja erst zusammen die Perser besiegt. Und dann haben sie gesagt, erst zusammen gedacht, okay, wir besiegen die Perser, greifen da an, nehmen die, haben die Perser besiegt und 300 und, ne, kennt man ja die Geschichten. Berühmt, ganz, gab ja Jahre, ganz lange Jahre lang Krieg gegen Persien. Die Mauer ist eingestürzt. Die Mauer ist eingestürzt, wir können die Stadt einnehmen, aber ich wollte das einmal noch zu Ende erzählen. Die, haben ja damals dann, auch haben dann aber später sich auch entschieden, oh, wir bekriegen uns dann doch gegenseitig, also Athen, und nachdem sie Persien besiegt haben, haben sie sich gegenseitig bekriegt. So. Also auch unter den Griechen untereinander. Athen geht ja als die Wiege der Demokratie. Hier war das erste demokratisch, also die ersten die erste demokratische Regierung, wollte ich sagen, die jemals auf der Welt irgendwo entstanden ist, entstand in Athen. Und, genau. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Rebellen hier besiegen können. Die ja sozusagen die Athener sind. Das sind ja, glaube ich, die heißen sogar athenische Rebellen oder. Was steht da? Athenische Rebellen. Ja, sehe ich, das habe ich mir fast gedacht. Dass das wirklich die sind. So, dann haben wir hier unsere Armeen. So, Bauern. Was haben wir hier? Das sind auch Bauern, die uns entgegengeschickt werden. Na gut, die haben ja. Die wollen mit Bauern diese Mauer hier beschützen. Ich glaube, die haben auch gar nicht viel stärkere Einheit als Bauern. Hier noch vielleicht ein paar Feldtasten. Mit P werden ja geschrieben. Feldtasten. Und er spricht die auch immer so PF-mäßig. Also Feldtasten, sagt er, glaube ich mal. Oder? Wie wir immer so zu sagen pflegen, die Feiltasten. So, wir haben ja also, noch Fernkämpfer sind das ja, hier oben auf der Mauer stehen. Und sonst scheinen die ja wirklich, vielleicht noch eine Einheit Hopliten haben sie noch drin stehen, aber das wird gegen unsere 6 Einheiten Hopliten, die werden gegen unsere 6 Einheiten Hopliten überhaupt keine Chance haben. Und, wie ihr sehen ja schon, die werden zwar beschossen, aber Hopliten, denen ist, glaube ich, der Beschuss relativ egal. So, dann werden wir mit denen jetzt mal rennen. Wir sehen hier diese Kämpfe schöne Informationen und werden hoffentlich auch schöne Informationen die Bauern niedermähen. So, ich habe die Bauern jetzt zwar auch vorgeschickt, ich glaube. So, die Bauern werden hier gerade schön aufgeschossen. Treiben sozusagen die Bauern vor uns her.
Bauern ist wirklich gerade ein Bauernopfer. Ich glaube, die werde ich jetzt auch wieder aus dem Kampf zurückziehen, damit die uns hier nicht gleich fliehen. Zack. Zieht uns im Kampf zurück. Jetzt kommen wir nicht auf diesen Rang. Warum kriegen die echt die ganze Zeit Schaden? Rennen die sich gegenseitig um oder was ist das Problem? So, jetzt sehen wir hier langsam die ganzen, die Horde an auf Liten auf die zu marschieren. Ich glaube, jetzt werden die Bauern das gleich noch mit Angst zu tun kriegen. Hier sehen wir nicht die gepanzerten auf Liten. Die spartanischen Obliten kann ich ja leider noch nicht ausbilden. Die sind ja nochmal eine Stufe stärker und vor allen Dingen auch nicht so langsam. So, wir werden jetzt mit denen einfach auf versuchen, auf die zu marschieren. So. Ihr Bauern werdet langsam dort auf die Fernkämpfer da oben marschieren. Oder rennen, ihr sollt nicht langsam marschieren, ihr sollt rennen. Und ihr auch. So. Weil wir die blöden zwei Tasten da oben runterkriegen. Stella. Da kommen sie ja schon, die zwei Tasten. Okay, hier Angriff auf die. Nur noch drauf marschieren auf die. Und ihr? Könnte man diese blöden Vertastungen besiegen. Okay, die Bauern wollen auch nicht. Dann werde ich die Bauern hier vorne mal hier entwickeln. Der General wartet noch ein bisschen, guckt sich das Ganze von hinten an, wie seine Soldaten seine Schlacht führen, ob sie ihre Befehle einhalten. Wir sehen hier die Obliten, die marschieren schön, die wollen jetzt hier auch langsam. Wir wollen das hier langsam einnehmen. Hier sehen wir, die ziehen alle ihre Hobliten auf einen Haufen zurück, weil sie doch merken, oh, die sind ein bisschen stark, die Gegner. So, die Hobliten, gehen jetzt langsam dahin. So. Wir sehen. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Hier haben wir zum Beispiel den Statthalterpalast von den Rebellen. Und wir sehen ja auch, wir sind hier. Athen, hier ist die Küste, hier ist der. Boah, ich weiß nicht, wie man die ganzen Sachen hier heißen in Griechenland. Tut mir leid, da bin ich geografisch in Griechenland jetzt nicht so ganz auf der Höhe, würde ich sagen. Weiß ich nicht, aber genau wie dieses Flussdelta da heißt und so, oder besser gesagt, diese. Insel davor und so, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. So, wir haben jetzt hier. Wir sollten jetzt, so langsam sollten sie auch mal ankommen. Ich glaube, ich werde gleich sogar vielleicht mal versuchen, das Spiel ein bisschen zu beschleunigen. So, ihr? Was macht ihr so? Da sehen wir, hier stehen sie, nämlich die ersten. So, ich glaube, ich soll die Bauern jetzt da aus dem Weg nehmen, so ein bisschen. Hier könnt ihr aber leider überall nicht hin. So.
Ja, kann auch mal langsam gehen. Weil Rennen bringt uns hier rein gar nichts. So, ich werde mal auch schneller drücken. Ich möchte jetzt mal sehen, wie sie sind. Okay. Alle Einheiten zusammen und alle Einheiten auf einen Haufen und alle Einheiten Angriff. Wir sehen ja, dass ich jetzt mal ein bisschen schneller mache. Aber ich habe auch keinen Bock, eine Stunde lang zu warten, bis die Hopliten endlich da sind. Und jetzt sehen wir, wie die Hopliten langsam die Straße lang marschieren. Oder ziemlich schnell jetzt, weil das ja sozusagen Zeitraffer jetzt gerade ist. Warum sind die 146 hier? Ach, die wurden die ganze Zeit von hinten beschossen wahrscheinlich. So. Und jetzt sehen wir hier die marschierenden Armeen. Die Athen zieht seine gesamten Einheiten zum Stadtmittelpunkt zurück, um vielleicht noch eine Chance zu haben, was ich ihnen aber nicht glaube, dass sie noch einen haben. Zack. Ich klicke mal wieder auf langsam, denn jetzt geht's hier richtig in den Kampf. Die ersten Hopliten sind angekommen. Und da kommen auch gleich direkt die nächsten hinterher. Jetzt gibt's einen Hoplitenkampf hier. Und der General kann sich auch gerne jetzt am Kampf beteiligen. Natürlich gegen Sperrträger nicht so schlau, aber ich will ihn einfach nur mit in die Stadt haben. Obwohl, nee, weißt du was, bleibt da hinten. Stopp, Befehle. Befehle stoppen. Du doch außerhalb der Gruppe wieder. Weil da sterben Leute weg und Generalseinheiten sollte man nicht sterben lassen. Der feindliche General wurde getötet. Gegnerischer General ist tot. Nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. So, Bauern von hinten. So, an. Mal schneller. Laufen. Noch da bitte. Jetzt werde ich versuchen, mit den Bauern den einfach in den Rücken zu fallen. Gucken, sind die erschöpft? Sieht man irgendwie, dass sie nicht mehr so ganz fit sind. Schneller wäre nicht schlecht. Okay, und jetzt werden die letzten Einheiten noch umkreist von den Bauern. Und Angriff. Zack, es sind nicht mehr viele übrig, die noch hier leben. Hier sieht man nur noch ein paar Banner, die noch rumstehen. Es sind nur noch einzelne Soldaten, die jetzt hier versuchen, noch Athen bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Allerdings wird Athen unser gleich sein. Gleich gehört uns Athen. Und damit haben wir natürlich die Geschichte mal einmal umgedreht. Athen ist jetzt griechisch und nicht makedonisch. So, da kommen die letzten Einheiten, die allerletzten Leute, die versuchen noch. Zack. Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Wie uns gehört Athen. Athen ist endlich griechisch. Also spartanisch-griechisch, wie vorhin erwähnt. Das sind ja auch Griechen, nur Athener. Und wir sind ja Spartaner sozusagen, also gehen aus den Spartanern hervor. Sozusagen die Griechen jetzt später. Und jetzt gehört uns Athen. Jetzt haben wir natürlich freie Fahrt, sage ich mal, hier hoch. Und können damit auch Thermon helfen. So. Wir werden die Bevölkerung versklaven. Wie viel können wir hier um 400? Nee, das lohnt sich nicht. Guck mal, wir kriegen sogar genauso viel, wenn wir sie versklaven und kriegen gleich noch mehr Bevölkerung. So. Das wäre sinnlos, die jetzt da alle umzubringen. Weil ich auch nicht glaube, dass die so und so feindlich gesonnen sind, weil wir ja sozusagen, wir sind zwar Erzfeinde, die sozusagen die Spartaner, wollte ich sagen, aber ich glaube, die werden jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also wir werden jetzt nicht versuchen, das dauerhaft zu greifen. So, Milizobliden sehen wir hier. Werden ausgebildet. So, wir haben jetzt hier, wollten wir auch vielleicht nochmal, Bau der Kaserne. Hier sind erstmal Pflasterstraßen, die gebaut werden. Für den besseren Handel. So, wir sehen jetzt auf jeden Fall erstmal das. Mein Herr. Können wir jetzt mal gucken, was in dieser Armee hier drin ist. Spioniere. Sehen wir ja zwei Phalanx. Drei Phalanx-Einheiten.
Und hier sehen wir Phalanx, Phalanx, Phalanx. Und nur so kleine Restbestände, die sozusagen noch da drin sind. Ich werde die mal hier zusammenfügen, damit die auch wieder volle Einheiten sind. So, zack. Und die letzte 10 bitte dahin. Jetzt werde ich mal zwei Einheiten, glaube ich, aus Athen abziehen. Ich hoffe zwar nicht, dass sie jetzt auf den geistreichen Plan kommen, was gar nicht so doof wäre, dann direkt wieder Athen anzugreifen. Aber ich werde einfach Bauern mit nach Athen ziehen, um notfalls noch ein paar Einheiten dort zu haben. Und damit es stärker aussieht. Aber ich glaube, das wird berechnet das nicht, wie stark das aussieht, sondern wie stark das ist. So, deswegen werden wir jetzt gleich die Einheiten da rausnehmen. Aber es geht noch nicht in dieser Runde. Nächste Runde werden wir versuchen, Thermon zu unterstützen und werden sie damit einkästen, von hinten und von vorne, denke ich. Und wir haben jetzt zwei Einheiten, die haben ja hier Phalanx Pikiniere. Wir haben einen Angriffswert von 8. Und wollen wir mal gucken, also ein bisschen gucken. Rüstung müssten wir eigentlich auch mal gucken. Aber ich will mal gucken, was jetzt genau stärker ist an Einheiten. Defensive Rüstung 11, Verteidigungsfähigkeit 7, Schild 5, Trefferpunkte 1. Angriff 10. Und die haben, wie war das? Rüstung 6, nein, das ist viel schwächer. Ja, okay. Die werden wir gleich einfach besiegen. Wir sehen, es läuft gar nicht so schlecht, ne? Und ich habe, glaube ich, vergessen, die Uhr zu starten, oder? Läuft sie immer noch? Ne, wir haben noch... Scheiße. So, aber das war jetzt die Schlacht um Athen. Der Scheiße war gerade deswegen, weil ich vergessen habe, die Uhr zu stellen. Vielleicht ist die Folge ein bisschen länger, vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, weiß ich noch nicht. Der Vorteil ist, kann er jetzt längere Videos hochladen. Das ist der Vorteil, das habe ich jetzt endlich mal eingestellt. So, ich werde jetzt diese Aufnahme auch wieder beenden und wünsche noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge von, also nicht Aufnahme, ich glaube, vielleicht werden wir noch eine Folge aufnehmen. Aber bis zur nächsten Folge von Rome wünsche ich noch viel Spaß mit dem restlichen Tag. Macht was Schönes. Guckt vielleicht die anderen RPs von mir. Abonniert mich, wenn ich euch gefalle. Aber nee, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt, wie war das? Abonnieren, favorisieren, an die Wand kacken, könnt alles tun. Vielleicht auch mich disliken. Wäre auch gut, dass ich weiß, dass ich schlecht bin. Aber am besten, liebsten ist mir, ob ihr abonnieren, bin ich immer froh rüber. Aber Kommentare, wirklich Kommentare schreiben, damit ich weiß, was gefällt euch hieran. Was ist eher langweilig und was nicht. So, ich werde diese Aufnahme, also diese Folge, nicht Aufnahme, sondern diese Folge jetzt beenden. Wünsche euch noch was. Ciao.